Es war einmal vor langer Zeit. So beginnen normalerweise alle Märchen. Nur aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern, aus Büchern, von vergilbten Fotos und alten Filmen kann man erfahren, wie es früher einmal war. Vieles bleibt in der Mangelung eigenen Erlebens verschlossen. Denn längst hat sich der Mantel des Vergessens um so viele Ereignisse gewebt und sie im Meer der Zeit versinken lassen. Durch die Zusammenführung zahlreicher Amateur- und Archivfilme entstand eine Dokumentarfilmreihe von einzigartigem historischen Wert. Mehr als ein Jahrhundert Filmgeschichte spiegeln sich in den wertvollen Filmexponaten wider und zeigen ein faszinierendes Bild vom alten Deutschland. Begleiten Sie uns nun auf einer historischen Filmreise durch die Vergangenheit und erleben Sie Deutschland, wie es einmal war. Ein Hamster. Donnerwetter, was der Bursche alles zusammengeschleppt hat. Und hier ein Stadthamster. Hallo! Ja, Sie! Sie sollten sich was schämen. Solche Volksschädlinge muss man rücksichtslos anprangern. Sie haben ein für alle Mal zu verschwinden. Jede Hamsterei stört die gerechte Verteilung der Verbrauchsgüter. Alle Vorratslager des Reiches sind gefüllt. Für jeden von uns ist vorgesorgt. Es reicht für alle. Deshalb hamstert nicht. Auch keine bezugsscheinfreien Waren. Nein, darf ich neu servieren? Na, lassen Sie nur. Dieses Zeugs. Bohnenkaffee schmeckt mir auch besser, aber doch nicht gleich so. Entschuldigen Sie, ich habe mich geärgert. Man kann auch diesen Kaffee besser kochen. Schon gut. Naja, wird schon werden. Na überhaupt, bald trinken wir wieder richtigen Kaffee. Es bereitet sich was vor. Ja. Ich wohne noch an der Eisenbahn, nicht? Ich sage Ihnen, ein Wehrmachttransport nach dem anderen. Neulich zählte ich an einem Vormittag noch mindestens... Halt! Schon zu viel gesagt. Wenn der Feind mithört, was dieser Mann hier ausplaudert, kann er uns vielleicht schweren Schaden zufügen. Also schwatzt nicht, schweigt und warnt jeden, der immer noch nicht den Mund hält. Warnt ihn! Psst.
Feucht! Also feucht! Hilfe! Gott sei Dank, wir hatten das Licht ausgemacht. Schnelle Licht, wird alles schnell. Es hat seinen Grund. Robertchen ist so eigen. Der kann nicht schlafen im Dunkeln. Da bellt er sich immer ganz heiser. Da muss Robertchen ja viel durchgemacht haben, dass er so nervös geworden ist. Der ist so empfindlich und so zart beseitet ist er. Robertchen ist ja überhaupt keine Liebe mehr unter den Menschen. Tierliebe schon gar nicht. Hat schon seinen Grund, warum ich mit meinem Robertchen reise. Können Sie mir glauben? Und euer kriegswichtiger kleiner Robert wahrscheinlich. Pack waren es ja ein Hundeverschlag. Da gehört der Köter hin, wenn er schon durchaus spazieren fahren muss. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, wie? Wenn ich zu meiner Freundin komme und habe Robertchen nicht bei mir, die Enttäuschung. Die liebt ihn. Es gibt eben doch noch Menschen, die ein Herz in der Brust haben. Herz in der Brust. Und wir müssen den Kläffrier immer teilhaben, wo er gar nicht hingehört. Ich den vorne im Hundeverschlag reisen lasse, in diesem hässlichen Loch, da kriege ich da lieber selber rein. Keine schlechte Idee, was? Nein, das ist doch ein liebes Tierchen. Also ich verstehe die Leute auch nicht, Fräuleinchen. Ist doch wirklich ein entzückender Hund. Und Hunde, die nicht bellen, das sind eben keine Hunde. Reißen von Ihnen endlich etwas Verständnis. Naja, ich habe ja selbst einen Hund zu Hause. Sehen Sie eben deshalb, ja. Und bis Wenningen, da ist es ja nicht mehr weit. So lange wird er ja noch durchhalten, nicht? Ja. Nach Wenningen fahren Sie doch ab. Ja, zu meiner Freundin, ja. Die ist da tätig. So? In den Röhrenwerken. Das heißt, in den früheren Röhrenwerken. Ja, ach, das trifft sich gut. Ich fahre auch nach Wenningen. Allerdings, ich kenne es gar nicht. Oh, vielleicht kann ich Ihnen da ein bisschen behilflich sein. Ja, ja, das wäre ja nett. Die Röhrenwerke, seit dem Krieg haben die sich umgestellt auf diese Flugzeugpeilgeräte. Ach, ja. Und das ist ein Teil des Werkes im Stadtwald untergebracht, in Baracken. So, ich dachte, das Werk, das arbeitet immer noch in der Stadt, wie vor dem Kriege. Ach, Sie meinen der Herzog Karlstraße? Ja? Ja, da auch. Aber der wichtigste Teil ist im Stadtwald untergebracht. Ach du lieber Gott, na hoffentlich finde ich das bald. Ich habe nämlich wenig Zeit und muss gleich wieder weg. Naja, ich werde mich schon durchfragen. Ne? Durchfragen, Sie sind gut, kennen doch die meisten nicht. Warten, warten, ich werde Ihnen das vielleicht aufzeichnen, ja? Haben Sie ein bisschen Papier? Ach, ja, ja, das wäre nicht... Bleistift vielleicht auch, ja? Nicht übel, wäre es ja nicht von Ihnen. Hier bitte, darf ich... Auf die Zeitung, ja? Ja, auf die Zeitung gleich. Ja, ja, sind Sie auch. Na du klar, ja. Sie können sich gar nicht denken, was Sie mir damit für einen Dienst erweisen. Scheint mir auch fast so. Wie bitte? Ich sprach nicht mit Ihnen. Ich sprach mit Ihrer Nachbarin. Aber in Rätseln. Liebes Fräulein Liese, Sie machen mir Spaß. Sie mit Ihrer romantischen Ader, Spionage, ausgerechnet hier im Abteil. Und dann dieser nette Herr hier. Nee, das hat man im Gefühl. Man kann nie wissen. Es hat schon seinen Grund. Sie fallen doch auf jede Propaganda rein. Wenn der Tommy sich schon einen teuren Spion hält, ausgerechnet mit uns wird er reisen. Nee, was kann er von uns denn schon erfahren? Das, was Sie da eben erzählt haben, könnte vielleicht schon genügen. Hören Sie auf, ist doch albern. Nein, nein, das Fräulein hat vollkommen recht. In dieser Beziehung kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Schon aus der geringsten Kleinigkeit kann der Feind den größten Nutzen ziehen. Und wer weiß, vielleicht sitzt sogar hier einer unter uns. Die Brüder sind ja so raffiniert, davon macht man sich gar keinen Begriff. Na, ist alles schön und gut, aber ein bisschen Menschenkenntnis hat man doch auch. Okay. Jedem hätte ich das ja nicht erzählt. Zum Beispiel da drüben, der in der Ecke, der da so fest schläft. Nicht? Wenn der nicht astrein wäre, könnte ich mir schon denken. Aber auch das ist ja Unfugs, ja lächerlich. Nein, nein, wirklich nicht. Man kann nicht wissen. Die Dame hat vollkommen recht. Ja, es war mein Fehler, dass ich überhaupt gefragt habe. Nicht? Aber wenn man so auf der Hetze ist und herumfährt, da spart man sich gerne das Suchen und das Herumlaufen. Ja, reden wir nicht mehr davon. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Vielleicht schlafen wir noch ein bisschen. sehen Sie, der will auch, Robertchen will auch schlafen und träumen. Ja. Robertchen, nur ein kleines Stündchen, dann sind wir da. Ja. Ach, hoffentlich kriege ich einen Gepäckträger so schwer heutzutage. Ach, das lassen Sie meine Sorge sein, liebes Fräuleinchen. Ja, ich stehe ganz zur Verfügung natürlich. Reise von Ihnen. Na, vielleicht kann ich Ihnen auch mal behilflich sein, nicht? Ja, ja, ja. Kontrolle. Die Ausweise. Denn nun schon wieder. Ach, da war der nicht mal in Ruhe schlafen. Ewige Quengelei. Dann der Köder natürlich wieder. Das ist ja eine wie verhext. Ach, immer diese Belästigung. Schlimmer als früher beim Grenzübertritt. Nein, das sind Sie nicht gerecht. Was sein muss, muss sein jetzt im Kriege. Hallo, was ist denn? Was machen Sie denn? Was soll denn der Herr mit meinem Pass? Wenn er was lesen will, geben Sie ihm doch eine Zeitung. Was denn? Nehmen Sie das an sich. Interessante Arbeit.
Haben Sie sonst noch welche Papiere bei sich? Was denn? Was wollen Sie denn? Hier habe ich noch einen Wehrpass und hier habe ich noch eine Kennkarte. Wenn Ihnen das noch nicht genügt? Danke, genügt uns schon, Mr. Reven. Oder Herr Rundling oder Herr Dr. Robert. Man kennt sich verdammt schlecht aus bei Ihren vielen Namen. Aber der Einfachheit halber bleiben wir schon mal bei Mr. Reven, nicht wahr? Folgen Sie bitte den beiden Beamten. Das ist unglaublich. Das ist ein reiner Irrtum. Ich werde mich beschweren. Natürlich. Es fragt sich nur bei wem. Denn Ihre vorgesetzte Dienststelle werden Sie schwer erreichen können. Also machen Sie kein Theater, gehen Sie. Ist denn das die Möglichkeit? Ist es, meine Dame. Nicht nur hier. Und Sie hatten ganz recht, Fräulein, als Sie vorhin warnten. Hoffentlich ziehen Sie alle die richtige Lehre daraus. Gute Reise. Danke. Donnerwetter, wer hätte das gedacht? Oder haben die den dann erkannt? Na, jetzt habe ich endlich einen Eckplatz. Heute schreibt man Ultimo. Thomas geht zum Vertigo, holt sich die Kassette her, rechnet ab, das schätzt er sehr. Weiß Thomas auch seit langem schon, was schuldig er vom Monatslohn für Essen, Wäsche und Quartier. So macht ihm ständig neu Pläsier zu wissen, was der Saldo macht und was der Monat eingebracht. Mit diesem Schein gehe ich zu ihr und wendet sich zur Stubentür. Den Schalter aus. Und dann noch den. Das hat Frau Schmoller übersehen, entschuldigt Thomas diesen Brauch. Herein. Und guten Abend auch. Man weiß schon, was der Thomas bringt, der seine Rechnung überspringt für Miete, Wäsche, ausgelegtes Geld, beim Strom jedoch innehält. Das Licht im Flur, so war es doch. Und hier glüht's Bügeleisen noch, trotzdem doch seit geraumer Zeit zu Ende diese Tätigkeit. Und draußen saust die Zähleruhr, von Sparsinn merkt man nicht die Spur. Jetzt geht sie und holt nebenan das Geld, womit sie wechseln kann. Man hört, dass drüben einer singt, dass Rundfunk durch die Türe dringt. Das ist die dritte Sünde heute. Ich finde, das geht reichlich weit. Frau Schmoller, stellen Sie sich vor, im leeren Raum singt der Tenor. Ganz recht, man schaltet besser ab. Woanders ist der Strom sehr knapp. Ihr glaubt, das kommt bei euch nicht vor? Na schön, dann tragt es mit Humor. Macht es wie ich und haargenau begaunert ihr den Kohlenklau. Halt ihr den Spiegel vors Gesicht. Bist du's oder bist du's nicht? Mit der Verordnung über die Meldung von Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung ist die totale Mobilisierung unserer Volkskraft eingeleitet worden. Auf den Kartenstellen, wo die Ausgabe der Formblätter erfolgt, herrscht starker Andrang. In den Sichtungsstellen der Arbeitsämter laufen mit jeder Post Tausende und Abertausende von Meldungen ein. Der Empfang wird durch Postkarte bestätigt. Auf einer Beratungsstelle. Viele Frauen waren noch nie berufstätig. Den Eintritt in das Berufsleben wird man ihnen so leicht wie nur möglich machen. Jede Frau soll entsprechend ihren Anlagen und ihrem Können in der Kriegswirtschaft eingesetzt werden. Arbeitsbeginn in einem großen deutschen Rüstungswerk.
Gewaltige Pressen, zahllose Drehbänke und andere Werkzeugmaschinen. An jeder wird rastlos gearbeitet. Jede Drehung der Räder stärkt die Front unserer Soldaten. Es geht jetzt um alles. Die Front braucht Waffen und Munition. Die Heimat wird sie liefern, gleichgültig welche Massen auch gefordert werden. Diese Arbeiterin war kürzlich noch als Modistin in einem Modesalon. Diese Verkäuferin in einem Luxuswarengeschäft. Und diese hier verkaufte Parfümerien. Reichsminister Dr. Goebbels sagte in seiner großen Sportpalastrede, die deutsche Frau muss spontan ihre Solidarität mit dem Kampf der Männer bekunden. Sie muss sich lieber morgen als übermorgen in die Reihen von Millionen schaffender Angestellten und Arbeiterinnen eingliedern. Jeder ist uns willkommen. Die Parole heißt Freimachung von Arbeitern und Arbeiterinnen für die Rüstungswirtschaft. Freimachung von Soldaten für die Front. Diesem Ziel muss alles untergeordnet werden. In ihren Bestrebungen, die durch Kriegseinwirkung ausgefallenen Arbeitsräume zu ersetzen, ist die Reichsbahn zur Massenherstellung der sogenannten Kauen übergegangen. Sie dienen als Schalterersatz und als Unterkünfte für Reichsbahnpersonal. Im gleichen Maße werden Konstruktion und Bau von Personenwagen betrieben. Die neuen Personenwagen dritter Klasse. In diesem Kasten ist die Heizung eingebaut. Der neue deutsche Schnellzugwagen. Als Lanzerschlafwagen. Und hier unter größtmöglicher Raumausnutzung für den Zivilverkehr. Die Rücklehnen sind hochklappbar und als Liegestätten verwendbar. Dem gleichen Zweck dient die Oberwand. Auch in Lazarettzügen sind diese Wagen verwendbar. Als Schlafwagen für den Personenverkehr bietet der Kriegsschlafwagen 56 Personen Raum. Um den Nachwuchs für den Lokomotivführerberuf zu gewährleisten, hat die Reichsbahn eine Neuerung eingerichtet. Junge, ausgesuchte Lehrlinge können in 6- bis 7-jähriger Schulung in diesem Beruf Meister werden. Neben theoretischem Unterricht erhalten die angehenden Lokomotivführer eine Schulung an der Werkbank und im Lokomotivbau. Eine Lokomotive wird zur Reparatur auseinandergenommen. Bei der Probefahrt fahren die Lehrlinge auf dem Führerstand mit. Neben anderen Berufen, die sonst Männersache waren, hat schon seit langem die Frau im Eisenbahnverkehr die Stellung der Männer übernommen und sich in ihnen bewährt. Die Frau Stationsvorsteher ist aus dem gegenwärtigen Kriegsbild nicht mehr hinwegzudenken. Alles klappt mit altgewohnter Präzision. In Stube 7 in einem Kinderlandverschickungsheim liegen 4 Himmelhunde friedlich in ihren Betten. Die Trillerpfeife ruft aus einem langen, festen Schlaf zu einem fröhlichen, geordneten und abwechslungsreichen Tageslauf.
den Heimen der Kinderlandverschickung ist eine ungestörte Entwicklung unserer heranwachsenden Jugend gewährleistet. Eine Mahnung an alle Eltern, die bisher noch zögerten, ihre Kinder aus den luftgefährdeten Gebieten zu verschicken. Der Schulunterricht geht weiter. Bastelstunde für die Jungen. Handarbeitsstunde für die Mädels. Nach der Arbeit kann getobt werden. Die erweiterte Landverschickung aus Berlin und Hamburg hat bisher rund 1 Million Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren erfasst. Durch diese Verschickungen soll unsere Großstadtjugend vor allen gesundheitlichen Schäden bewahrt werden, die durch nächtliche Luftalarme entstehen können. Ankunft auf einem Gut im Wartegau. Erstes Frühstück in einem Jugendheim im Warteland. Das schmeckt wie bei Muttern. Ein großer Tag für die Stadtjungen. Sie dürfen hoch zu Ross mit hinaus aufs Feld. Diese Bilder wurden in einem Heim in der bayerischen Ostmark aufgenommen. Und hier ein Blick über das Riesengebirge, wo ebenfalls viele Großstadtkinder untergebracht werden konnten. Zum Teil zogen ganze Schulklassen geschlossen aufs Land. Der Unterricht wird in solchen Fällen genau wie zu Hause abgehalten. Unterhaltungsspiele am Nachmittag. Woll-, Pelz- und Wintersachensammlung für unsere Soldaten im Osten wurde zu einem einzigartigen Bekenntnis der Verbundenheit zwischen Front und Heimat. Schon in den ersten Tagen übertrafen die Sammelergebnisse in Stadt und Land die kühnsten Erwartungen.
Hier die Sammlung in einem oberbayerischen Dorf. Für unsere Soldaten ist das Beste aus Wäsche- und Kleiderschrank gerade gut genug. In den letzten Tagen der Sammlung drängen sich vor den Annahmestellen die Gebefreudigen, um ihre Spenden abzuliefern. Das sind die angeblichen Revolten, von denen die jüdisch-angelsächsischen Meinungsmacher in den Feindstaaten faselten. Ansammlungen Gebefreudiger, die vor den Sammelstellen anstehen müssen. So einen schönen Feld. Oh, ist das warm da drin. Das ist selbstverständlich. Für unsere Jungs draußen. Ja, da ist ja sowas richtig. Warten wir mal noch. Na, der wird sich aber freuen, wenn der die Tasche hat. Geben Sie gern noch die Skier ab? Ja, sehr sogar. Na, das ist aber fein. Und die Schwester gibt auch ihre Skier ab? Na, sowas Nettes. Da werden sich aber unsere Soldaten freuen. Sogar, schöne sogar. Die sind ja fast neu noch. Auch Christel Kranz, die deutsche Olympiasiegerin und vielfache Weltmeisterin, gibt ihre Ski ab. Überall türmen sich die Spenden. Die Räume sind fast zu klein, um solche Mengen zu fassen. Die Ortsgruppen der Partei haben Näh-, Flick- und Strickstuben eingerichtet, in denen bis in die tiefe Nacht hinein Hochbetrieb herrscht. Die eingegangenen Woll- und Pelzsachen werden hier gesichtet und, wenn notwendig, sofort ausgebessert. Aus Damenmänteln und einzelnen Pelzstücken werden in wenigen Stunden wärmende Pelzwesten. Erste Anprobe. Schon in den Sammelstellen werden die einzelnen Stücke nach Art und Größe geordnet und sofort transportfertig verpackt. Eine vorbildliche Organisation sorgt dafür, dass kein Paar Pulswärmer, keine Decke, keine Ski unnötig lange liegen bleiben. Abtransport zu den Bahnhöfen. Thank you.
So konnten schon wenige Tage nach Beginn der Sammlung die ersten Waggons mit warmen Pelz- und Wollsachen nach dem Osten rollen. Die Heimat folgte freudig und einsatzbereit dem Aufruf des Führers. Sie tat, was sie überhaupt nur tun konnte und bewies damit vor aller Welt aufs Neue, dass die Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Deutschland kein leerer Begriff ist. Die Sammlung wurde unterdessen wegen der riesigen Beteiligung, bei der noch eine Unzahl von Pelz- und Wollsachen nicht erfasst werden konnte, um 8 Tage verlängert. Sie erbrachte in den ersten 7,5 Tagen weit mehr als 32 Millionen Stück verschiedenster Art. Darunter befinden sich, um nur einiges herauszugreifen, über 1,5 Millionen Pelze, Pelzwesten und andere Pelzbekleidungsstücke, über 3 Millionen Unterjacken, Pullover und Wollwesten, annähernd 4 Millionen Schals, fast 2¼ Millionen Paar Handschuhe, etwa 4 Millionen Paar Pulswärmer und weit über 5 Millionen Paar Strümpfe und Socken. In verschiedenen größeren Städten wurden bereits an die zur Ostfront abfahrenden Truppenverbände auf den Bahnhöfen Winterausrüstungsgegenstände aus der Sammlung abgegeben. Wie sieht aus, was? Wie hat Eiweiß mit? Wie hat Eskimo, was? Nee, zum Eikreis ist es. Zum Eikreis ist es, aber Barbelze, ja, Barbelze. Hallo. Na was? Guck mal, Barbelze. Moment, der macht einfach nichts hier. Gleich mal jetzt. Hä? Na, Moment mal. Ja? Ja, welcher hier was? Ah, liebes, ich bin ja verrückt. Was steht denn hier? Ja, stehst du in finsterer Mitternacht und hältst hier Deutschlands Grenzen wach. Mein lieber Soldat, der du nun steckest drin, verflugst mir mit der Spenderin, ob es der Schaf frech, weich und mollig dir dein Fell wärmt, wirklich mollig, so anständig. Na, wenn die Frau so mollig ist wie die, wenn die Frau so mollig ist wie die Felsweste, na, Annemarie, na, ja. Na, die Sache geht steht. Nach Friedensende bin ich da. Auch das sind wärmende Wintersachen. Bevor es nach vorn geht, wird noch einmal getankt. Schneepflüge zur Säuberung der Rollbahnen. Nachrichtenhelferinnen treffen an ihrem Bestimmungsort ein. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Jede ist gespannt, an welchem Platz sie eingesetzt wird. Einkleidung. Jede Nachrichtenhelferin bekommt ein Kostüm, 2 Blusen, mehrere Paar Strümpfe und Schuhe, einen Mantel und das schmucke Schiffchen. Die Nachrichtenhelferinnen sind Angestellte der Wehrmacht und bekommen als solche ein monatliches Gehalt. Sie nehmen in der Heimat und in den eroberten Gebieten von Norwegen bis zur Adria, vom Schwarzen Meer bis zur Biskaya, die Plätze vieler tausender Nachrichtensoldaten ein, die nun vor dem Feind ihren Mann stehen können. Die Helferinnen werden je nach Eignung und auch nach Wunsch eingesetzt. Eine besondere Aufgabe fällt Ihnen unter anderem im Flugmeldedienst zu. Hier helfen Sie aktiv mit am Schutz der Heimat gegen feindliche Luftangriffe. Am Fernschreiber.
Mittagspause. Im Casino des Heims. Nach dem Dienst, Freizeit und Sport. Zahllose deutsche Frauen und Mädchen lernen als Nachrichtenhelferinnen die Schönheiten Großdeutschlands und Europas kennen. Vor allem aber sind sie unseren Soldaten Helferinnen zum Sieg. Verwundete deutsche Soldaten machen als Gäste der NSDAP von Klagenfurt aus einen Ausflug ins schöne Kärntner Land. In St. Veit wird den Verwundeten ein freudiger Empfang bereitet. Besichtigung der Burg Hoch Osterwitz bei Launsdorf. Fachmännische Begutachtung. Stahlhelmmodell Mittelalter. Jeder will den Verwundeten für ihren opfervollen Einsatz durch besonders liebevolle Betreuung danken. Urlauber und Verwundete von der Leningradfront fahren auf Schiffen des Seedienstes Ostpreußen in die Heimat. Sonnenbad an Deck. Hier kann kein Einsatzbefehl die Ruhe stören. Ein Gang mit Reihen erfreut des Lanzers Herz. Der erste Gruß der Heimat. Stärker als die zerstörenden Gewalten des Krieges ist der Wille des Menschen zum Leben. Was dieser Wille vollbringen kann, zeigen diese beiden schwer kriegsbeschädigten Soldaten. Wer wie sie imstande ist, so das Schicksal zu meistern, wird immer oben bleiben. Mit geringen Hilfsmitteln und einer vollendeten Körperbeherrschung nehmen sie jeden Hang. Nach der Schlacht bei Solferino im Jahre 1859 gründete Henri Dunant jene Organisation, aus der sich später das Internationale Rote Kreuz entwickeln sollte. Die erste Sorge gilt den Verwundeten.
Ständig ist das Deutsche Rote Kreuz bemüht, das Schicksal der in Gefangenschaft geratenen Soldaten zu erleichtern. Verwundete werden an Bord des Lazarettschiffes Tübingen gebracht, das inzwischen durch die britische Luftwaffe im Mittelmeer versenkt wurde. Eisenbahntransport geht es in die Heimatlazarette. Ein Verwundetenheim am Gardasee.